Willkommen zurück bei 7 Day to Die. Ich wollte gerade vielleicht mit dem Audio so ein bisschen die Engine hier simulieren, diese High-Performance-Engine. Ach, du synchronisierst einfach vor, damit du dann beim Synchronisieren später das asynchronisierst. Genau. Jetzt kackt Discord auch noch rum, zu allem Übel der Welt. Also wir haben gerade mal geguckt, zwischen den Folgen, so ein bisschen Performance geguckt und sowas. Ja, wir haben, also man soll Audio ausschalten, aber das ist, glaube ich, irgendeine alte Alpha gewesen. Das Ding ist jetzt, was meinst du, 6 Jahre in Produktion, ne, meintest du gerade? Ja. Und wir sind bei Alpha 17.2. Ne, also die Entwickler, das Spiel an sich ist eigentlich ganz gut, aber die Performance ist halt echt, die ist katastrophal. Ich habe jetzt die Weitsicht auf Medium gestellt, aber es bringt halt alles nichts. Egal, was ich mache, es bringt aber nichts. Das ist so ein bisschen, ja, schade, finde ich. Rausche ich eigentlich bei dir gerade wieder? Nö, überhaupt nicht. Wieso? Okay, gut. Ich dachte gerade, weil du meinst Discord, dann war es wirklich tatsächlich Discord scheinbar. Okay. Ja, das kann, bin das ich kann sein. Ja, das kann sein. So, ja, jagt euch auch einen Schrecken ein, ey. Nein, war alles gut. Hat vorhin ein bisschen gerauscht. Aber ist ja schon vorbei. Mach doch sowas nicht. Ist ja alles wieder gut. Haben wir hier noch Zombies? Hier ist so ein Schlafzimmer. Kann man das Bett hier okkupieren? Nee. Klebeband und ein bisschen Blei. Cool. Entschuldige gerade meinen Lord. Würdest du mich bitte nicht unterbrechen? Ich habe ein Magazin gefunden. Flurry of Blows. Was ist das? You're encumbered. Natürlich, von einer Papierseite. Benutzen. Boah, was war das? Ich weiß nicht, ich habe Papierseite benutzt. Was habe ich getan? Du hast die Erde zum Stillstand gebracht, Mann. Tobi? Ich hatte auch eine. Oh. Ich weiß nicht genau, was sie macht. Oh, geil, Tobi! Oh, pass auf, warte auf meine Schuhe, ne? Achte auf meine Schuhe, Tobi. Ja. Achte auf meine Schuhe. Warte, ich schalte auf den Charakter. Ja, und jetzt, warte. Meine Schuhe, ja. Hey, Girl. Das sind meine schwarzen Gothic-Stiefel, Tobi. Wow, Erik, ich bin begeistert. Hier, komm. Nimm meine Cowboy-Stiefel. Ich habe die warm getragen. Okay, ich. Warte. Ich kann es kaum noch erwarten. Du weißt, wie man Schuhe anzieht. Hab ich die? Die sind noch an? Nein, nicht bei mir. Doch, Cowboy-Boots, ich hab die an. Ja, bei mir hast du immer noch diese komischen. Ja. Es ist sicher die überragende Pingrad. Ich weiß nicht, woran es liegt. Bei mir hast du immer noch die komischen Gamaschen an. Also, ich sehe da nichts. Hä? Mhm. Toll. Da lese ich jetzt mal ein paar Schlangenfakten hier. Und when zombies attack, the Enforcer, medieval weapons, outdoor living, ja, Bücher, erstmal wieder Bücherregal scannen hier, survival guide, camping for all climates, aha, book of knots, schematics, civil war. Okay, ja, das ist geil. Natürlich hier so eine Rampe zum Schießen ist natürlich schon geil. Hier, ne? Britt, britt, britt. Von hier oben. Britt, britt, britt. Tobi? Ja, ich gucke gerade. Ich lese gerade die Skill-Liste. Und wir sollten unsere Skills mal verteilen, Erik. Oh, ja, das wäre vielleicht. Was? Warum das denn? Hier Entschuldigung, also ich meine ja vielleicht. So. Attribute Strength, Perception. Oh, zum Glück gibt es ja nur 50 Skills. Block Damage? Hä, man kann blocken? Weiß ich nicht. Better Barter? Oh, ich habe Influence Perks, Tobi. Ich kann influenzen, endlich. Okay, das nehme ich. Was denn? Ich kann Sexual Tyrannosaurus machen. Oh ja, das ist ja auch gerade. Was macht das? Das bin ich, 100%. Specialize in unleashing a relentless assault of blows, guaranteed to leave your prey slack-jawed at your unyielding stamina. Was? Reduce Melee and Tool Stamina Usage bei 5%. Oh, das ist aber praktisch. Und Pack Mule. Natürlich für Inventar. Carry 4 more items. Oh, das nehme ich. Habe ich direkt hier bei. Ein Point. Jetzt kauf das nochmal. Ach, kaufen weh. Habe ich gekauft, Tobi. Ich habe erstmal Health und Stamina habe ich mal. So, ich habe das Sexual Tyrannosaurus, habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Power Attacks do 40% more damage to stunned enemies. 20% chance of inflict bleeding damage.
Flurry aus Blaus, Melee Attack Speed increased by 5%. Also im Grunde ist er bei mir grün und 1 von 5. Okay. Oh, es gibt Power Attacks. Ja, Wusste ich gar nicht. Machen wir die noch nicht? Nee, ne? Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Oh, hier, Blows to the Head, du 20% mehr und more Damage. Das mache ich, Skullcrusher. Okay, ich glaube, das wollte ich auch gerade nehmen. Wir können ja eigentlich beide das Skill, oder? Ja, natürlich, natürlich. Construction Notes. Ey, zack. So, Heavy Armor, Increase Heavy Armor Rating. Oh, das wäre auch nice gewesen. Hier gibt es noch Increase Block Damage bei 20. Oh, gain 1 HP every 30 seconds with Natural Healing. Aber ich glaube, ich nehme erstmal. Wo hast du die Gesundheit gefunden? Oben ist so ein Krankenhaus-Symbol. Fortitude heißt das. Ah, auch das ist. Ah, hahaha. 110. Okay, das ist nicht so viel, aber. Habe ich nicht mehr. Aber ich hatte doch drei. Ich dachte, ich habe 4 Skillpunkte. Aber nein, ich habe. Okay. Ja, kann ich nicht mehr kaufen. Schade, naja, egal. Oh, dann stirbst du halt. Was war das eigentlich gerade? Ich schaue auf unserer Empore nach. Ja, sehe aber nichts. Guck mal, so gucke ich auch gerade, wenn ich das spiele. So stelle ich mir das auch vor. Genau so guckst du, wenn du spielst. Oh, okay, wir haben hier irgendwo einen Kollegen, der reingekommen ist, glaube ich, ne? Wir sollten vielleicht oben bleiben, sonst locken wir weitere an und... Oder? Ah, apropos anlocken. Warum machen die so komische Geräusche? Bist du noch da? Bin noch da, okay. Ja. Ich frage immer wegen deinen 30 Bluescreens pro Minute. Ja. Hey, Vorsicht, ja. Oh, ich glaube, die sehen das Feuer durchs Fenster, kann das sein? Meinst du, die sind so schlau? Glaube ich nicht. Naja, die sehen was flackern, also lebt da was, also essen. Also ganz kurz, was wir heute vorhaben. Wir wissen noch nicht genau, wie lange wir dieses Spiel spielen werden. Oh, hier sind noch... Oh, T-Shirt. Das ist unser Ding. Wir wissen noch nicht genau, wie lange wir spielen werden, weil es halt echt extrem ruckelt. Jetzt geht's momentan, wenn man im Haus rumläuft, aber ihr habt es ja selber gesehen in den letzten Folgen. Also wir wissen noch nicht genau, wie lange wir das spielen, das Spiel. Ja, vielleicht spielt... Oh, Mensch! Oh, Der ist aber auch echt schnell. Toll, ich hab mein Messer muss repariert werden. Toll. Ich glaube, das war's. Oh, der ist richtig gerannt. Huch, ist der runtergefallen? Oh ja. Der ist richtig gerannt. Ach, nachts fangen die, glaube ich, an zu rennen. Nachts sind die richtig flink. Die kleinen Biester. Warte mal. Ja. Jo. Gamma. Och, dass man das immer appleien muss. Ein kleines. Okay. Also, ach, Alter. Ein kleines Döschen. Kommt der nächste? Hä? Hab ich. Mhm. Lol. Was denn? Hier, Erik. Den schenke ich dir, warte. Hier. Der ist für dich. Bei mir hast du nichts in der Hand. So. Alles klar. Du bist Traitor. Die kann man halt echt mitnehmen. So von wo kommt denn der gerade? Ich höre gerade einen. Ja, ich glaube unten wieder irgendwo, ne? Ja, der macht gerade unten irgendwas kaputt. Ah, okay. Warum kommen die ausgerechnet hier rein? Die können doch gar nicht wissen, dass wir hier sind. Die sind so zärtlich und leise. Ja, der ist unten. Der kommt gerade da rein, wo die Sprengfalle da auch ist. Okay. Ich bin gerade mal draußen auf dem Dach und guck mal. Ich komme. Ist romantisch? Ja, aber ich traue mich nicht hier rauszugehen, weil ich bin letztes Mal runtergefallen. Und nachts ist das echt doof. Ich hoffe, du kannst mich nicht schubsen. Hm? Geh. Nee. Geh. Nein, ich bin runtergefallen. Ich kann auch nicht darüber springen. So weit kann ich gar nicht springen. Ich habe 3 Schuss noch, ne? Immerhin. Okay. Ja. Oh, die habe ich gerade gar nicht aktiviert. Wo sind die bei mir? Hat er Schmerzen da unten oder was? Ich bin nicht ganz sicher. Oh ja, für die habe ich noch Schuss. Okay. Ja, was machen wir denn nun? Ja, die Nacht abwarten. Halt. 3.47 Uhr. Ne? Wir müssen halt ein bisschen gucken. Das sieht halt aber hier. Was kann man denn zur Stahl. Was kann man denn machen, damit die hier nicht mehr reinkommen?
Außer diese Holz. Holz bringt aber nicht viel, ne? Ja, diese angespitzten Pfähle ringsrum, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Mich wundert halt, dass die wissen, dass wir hier drin sind. Aber vielleicht liegt es an den Fackeln. Aber ich. Ohne Fackeln wird es dann noch schlimmer. Da können wir ja gar nichts machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so schlau sind. Ich glaube. Was meinst du? Na, ich weiß nicht. Ich vermute, Zombies sehen halt irgendwas. Hä? Ich glaube, die Nacht ist vorbei. Ach so. 4 Uhr schon. So, und heute. Genau, was wir vorhaben tatsächlich ist. Ach, Alter, der hat sich hier durch. Der hat sich durch den Stacheldraht gehauen, der kleine Stricher. So schnell? Ja, gut, der hat die Nacht lang Zeit gehabt, ne? Ich überrede den mal, vielleicht ein bisschen Abstand zu halten. Der brennt gar nicht. Ah, jetzt schon. Wie kann man Sachen reparieren? Wo sehe ich denn, was ich für die Sachen brauche? Das weiß ich eigentlich gesagt auch noch nicht genau. Ich höre aber noch welche. So, hier das Licht. Ach du, ich komme. Da ist noch irgendwo einer. Ach, hier. Hallo, Lady. Na, Sie? Ganz alleine hier? Da würde ich Ihnen meinen starken Arm leihen. Oh. Gut, den brauchst du wohl nicht mehr. So, draußen ist schön. Wir sollten vielleicht mal das Haus reparieren. Eventuell. Hm? Oh Mensch, Pflanzenfaser, geil. Ich habe gerade 2 Pflanzenfasern in einem Rucksack gefunden. Oh, das war meine von vorhin. Oh. Geil. 2 Pflanzenfaser, Tobi. Ich, ja, das ich, ist alles. Habe ich ja deine Reichtümer entwendet gerade? Ja, das ist alles, was ich besitze. So, warte mal, wie kriege ich denn jetzt nochmal? Ich weiß nicht, wie ich Sachen repariere. Oder kann ich die jetzt reparieren einfach? Ah ja, jetzt kann ich die reparieren. Da steht halt nicht dabei, was man braucht. Da steht, du hast nicht genug Materialien, aber da steht, was man braucht. Ja, wahrscheinlich, also für die Axt wahrscheinlich Holz und Stein oder so. Hm. Ich wollte jetzt auch mal ein bisschen Holz holen und mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen was bauen oder so. Ja. Wir haben immer noch oben rechts baue eine Basis, gefertigt Holzrahmen, pipapo, ne, Holzrahmen platzieren. Später natürlich Stein- oder Eisenrahmen. Oh. Ich bin Herkules. Ne. Was ne? Bin ich nicht? Nee, bist du nicht. Aber ich... Bitte lüg nicht. Mein Papa hat gesagt, ich kann so stark sein wie Herkules. Hat er früher wirklich gesagt. Und zwar, echt? Ja, und zwar, wenn ich alles aufesse, auch die Knorpel. Ii. Ja, das werde ich nie vergessen, weil ich Knorpel immer super ekelhaft fand und dann immer, ja, Herkules ist so stark geworden, weil er seine Knorpel gegessen hat, weißt du? Und dann denke ich mir so, weißt du, okay, alles klar. Da möchte ich aber nicht so stark sein wie Herkules, wenn das alles Knorpel sind. Wer will das denn? Ja, es gibt Leute, die stört das halt auch nicht. Es gibt auch Leute, die essen so ein Steak, was halt einfach komplett fett durchzogen ist. Die essen das gerne. Boah, finde ich furchtbar. Es gibt auch Leute, die essen gerne Sülze. Habe ich früher mal ganz gern gegessen, als ich... Wahrscheinlich auch immer meinen Vater. Eltern essen ja die komischen Dinge. Hühnerherzen, Hühnerfüße, Sülze, was weiß ich. Das ist so... Aber Leber. Ja, Leber mag ich halt auch gar nicht. Nee. So. Oh. Look, Visitor. Fehlen mir wieder Steine, ey. Das kannst du doch keinem erzählen. Was für ein muskulöser junger Mann. Hier tot unter dem Baum liegt. Oh, ist wieder Spaß. Ja, der war aber sehr kurz, der Spaß diesmal. So. Kann das sein, dass das Lesen irgendwie ein Buff war? Ich habe unten links jetzt irgendwie so ein Symbol mit einem Buch. Ja, das habe ich auch. Stimmt, warte mal, was steht denn da? You have read a magazine that increases a perk and the fortitude attribute by 1 point. Ah, okay. Gut. Oh, es hat okay, noch genau gut für den Baum gereicht. Nice. 12 Minuten dauert das noch. Gut. Oh, okay. Sehr angenehm. Kann ich meine Axt jetzt reparieren? So, ich hab noch ein bisschen mehr, ja. Ach, nice. Ach, zum Reparieren reicht dann ein Stein, okay.
Oh, okay. Dann hole ich gerade nochmal Steine. Ich glaube, du brauchst wahrscheinlich pro, also wenn du es wieder reparieren willst, wahrscheinlich von allem dann eins. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich habe, glaube ich, gerade Kohle und Eisen gefunden. Was? In diesem Stein hier. Den ich gerade liebevoll bearbeite. Ah, endlich mal wieder ein bisschen was aufbauen hier. Oh, okay, man muss doch trinken. Ach du Scheiße. Oh, da ziehen gerade drei Zombies durch die Welt. Zum Glück sehen die mich nicht, aber die latschen hier einfach durch die Welt wie so eine Patrouille. So ein bisschen wie die Eingeborenen bei Forest. Man muss trinken, wo sehe ich denn das? Das zeigt dir an, wenn es ja schon fast zu spät ist. Also du musst, da steht halt dann unten links bei diesem, wo das Buch auch ist, steht so ein Symbol, so ein Trink. Ah, so, beruhigend. Ja. So. Hab ich halt jetzt nicht. Wieder ein muskulöser junger Mann. Ich glaube, es mit dem Kopfdamage ist echt super. Manchmal mal diese Verrenkung, dass man nicht genau weiß, was die Bewegung bedeutet. So, der ist down. Down, 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 down. So. Und dann nehme ich noch mehr Holz mit, weil schaden kann es ja nicht. Wir brauchen ja Holzrahmen und alles. Da, 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 da. Weißt du, was ich jetzt gerne hätte? Die Kettensäge. Ja, Mann. Genau die hätte ich gerne. Ja, das wäre so schön. Das wäre echt geil. Machen wir mal out of stamina. Und eine Cola trinken und gleich wieder Ausdauer haben. Das wäre es auch. Sag mal, hier kommen unendlich Zombies nachgescheißert, immer aus der Natur einfach. Wieso habe ich eigentlich nur so wenig Stamina? Trage ich so viel? Ich meine, diese paar... Was habe ich denn hier? Kohlebrocken, sage ich doch. 22 Steine, sind immer nur kleine Steine. Vielleicht kann man die Stamina erst wieder auffüllen, wenn man getrunken hat. Oh ja, ich habe auch Durst gerade. Ja, ja, ja. Moin Tobi, Vorsicht, da kommen hinten zwei Viecher. Hinter mir? Nee, hinter mir gerade. Gibt das was? Nee. Schade. Was hast du denn getrunken? Noch gar nichts. Ich habe immer noch Durst. Ich habe nichts. Oh, ich habe eine Flasche Wasser. Warte. Ich benutze eine. Und droppe die andere. Du hast. Hey, wo hast du das Wasser her? Keine Ahnung. Hier, Tobi. Tobi, wo bist du? Da. Cool, danke. Sehr gern. Ja, da gönne ich mir doch mal, oder? Aber Stamina ist bei mir trotzdem auf 60. Bin ich überladen? Nee. Ich bin nicht encumbered. Ah. Oh. Ja, gönn dir, Tobi, gönn dir. Health 62, Stamina, Wasser 92 von 100, Nahrung 60 von 100, Tobi. Wir müssen noch, essen. Ich habe gerade beim Charakter, bei diesem wunderschönen Charakter-Slot geguckt. Ah, okay. Ja. Hast du auch, you feel something coming out on you, but you're not quite sure what it is? Nee. Also hast du auch Illness? Nee, ne? Nee. Hast du dir ein Hüsterchen zugezogen? Erik, bitte nicht, Tobi, bitte nicht. Erik. Ja, was denn? Ja, für dich. So. Ach, wenn man in die Hocke geht, wird man weniger gesehen übrigens. Unten links das Auge. Ja, das stimmt. Cool. 35% wird man nur noch gesehen. Ich glaube, das Bäume fällen lockt übrigens Zombies an. Die Lautstärke davon wahrscheinlich. Oder auch Steine kaputt machen. So, ich glaube, dann kommen die so in die Richtung. Das wäre halt mein. Ja, gut, wobei doch, das könnte schon sein. Also Kettensäge vielleicht nicht die schlauste Idee. Oder man darf die Fäume. Man darf die Bäume nicht endgültig fällen, sondern nur gegenkloppen, aber nicht, dass die umfallen. Ja, okay, da hinten ist ein Zombie, der kommt gerade nicht. Ach man, der Gegenstand muss repariert werden. Alles klar. Ich suche gerade auch schon einen Stein. Wenn man gegen Steine haut, kriegt man auch Steine. Mhm. Ja, ja, hier liegt. Hier, wo ich bin, liegt einer. Warte mal. Dauert aber ewig beim Stein, ne? Ja. Okay. Obwohl geht. Also eigentlich wie beim Baum. Gibt größere, kleinere. Mal den Test, ob die jetzt in die Richtung kommen. Also der kommt schon mal in diese Richtung. Ja, so grob. Aber nicht ganz. Ich kann ja auch Steine mitbringen, Tobi. Ja, zwei Stück habe ich nur, damit ich meine Axt schnell reparieren kann. Oh, okay, alles klar.
Ich hole noch, ein paar, okay, falls wir irgendwas damit craften können. Oh, ich bin encumbered. Okay, ich glaube, das Messer braucht tatsächlich Stahl oder sowas, um das zu reparieren. Scheiße. Ja, ist ja klar, das kannst du ja nicht einfach mit dem Stein reparieren. Das kann man doch mit dem Stein schleifen, also Erich, bitte, was ist jetzt los? Mit einer Buchseite. Wenn man lange genug grubbelt, ist es wieder flott. So. Okay. Hm, was denn? Nee, was denn? Was denn? Moin, Zombie! Oh. Was denn? Ich hab Baum gefällt. Ich dachte mal, ich kann noch einmal draufhauen. Scheiße. Oh, ist schon tot. Okay. Ja, macht ja nichts. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Also, ich hab's einmal extra gemacht gerade. Schien aber keine Auswirkungen zu haben. So. Ich gehe mal wieder zum Haus und guck mal, was man da machen kann. Wenn überhaupt. Ja, ich fäll den Baum hier eben noch und dann komme ich auch. Das ist immer eine gute Sache. Da, da, da. Da, 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 da. Und da kriecht der Nachbar durch die Gegend. Kann es sein, dass man mehr Punkte, also mehr XP kriegt, wenn man einen ganzen Baum gefällt hat? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Kann ich jetzt plus 55? Plus 60? Warte mal. Gucken, wenn ich den Baum gefällt habe, wie viel ich dann kriege. Ja, ja, ja. Aufbewahrungstür, gesicherte Holztür, Holzfenster. Wo sind diese Blöcke? Da waren die doch. Holzrahmen. Okay, das ist einer. So, mal gucken. Oh, okay, krass. Was denn? Du kriegst das Doppelte an Holz und auch das Doppelte an XP. Wenn du einen Baum ganz fällst? Ja. Ah, okay. Ey, ich hab Cash im Müll gefunden, Digga. Tobi, nice. Erstmal Casino, tschüss. Er ist der Tobi Nicehor. Dein Ernst. Was denn? Was denn? Was denn? Rini, Erik, Rini. Was denn? Oh, okay. Oh, die sind hier durchgebrochen auch. Hey, Tobi. Hi, Erik, hey. Hier hinten zubauen, wa? Wenn du das kannst, go. So. Ich weiß nicht, ob das was bringt, ehrlich gesagt. Und dann hier halt nochmal zubauen. Das ist Holz, aber da müssen wir noch was einfügen. Das habe ich vorhin halt auch nicht kapiert. Was muss da rein? Also du machst nochmal so einen Holzrahmen. Oh, aufgewertet Holzrahmen. Was ist das denn? Und da musst du eigentlich diesen Rahmen noch füllen mit irgendwas. Meistens zum Beispiel mit weiterem Holz oder mit Stein oder so. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Da muss ich selber nochmal gucken. Oh, Schmiede können wir machen. Dafür brauchen wir kleine Steine, lehmige Erde, Blasebalg und kurzes Eisenrohr. Ein kurzes Eisenrohr habe ich. Also das Einzige, was mir fehlt, ist ein Blasebalg. Dann können wir eine Schmiede machen. Werkbank. Brauchen wir Schraubenschlüssel, Klauenhammer, Mechanical Parts, geschmiedetes Eisen. Das dauert noch ein bisschen. Da müssen wir, glaube ich, die Stadt raiden gehen. Wie ist denn das, wenn du... Warte mal, wollte ich jetzt sagen. Wenn du... Du hast doch... Warte mal, wo war ich denn jetzt? Was hast du gerade gesagt? Keine Ahnung. Okay. Irgendwie habe ich gerade Blackout. Wo war ich denn gerade? Tobi, ist es schon soweit? Ich weiß, keine Ahnung. Es war irgendwas Unwichtiges wahrscheinlich. Oh, Pflastersteine brauchen wir dafür. Wie machen wir die denn? Woodbars, Holzstufen, Alteisenklappe mit Eisen, klar. Eisentür mit geschmiedetem Eisen. Was machen wir? Wie können wir denn mit Holzblöcken Holz da ein... Nee, zum Aufheben. Wie kann ich denn diese Dinger verstärken? Ach Mann, das ist einfach so... Jetzt müsste man es natürlich alles noch wissen. Zerlegen, fallen lassen will ich natürlich nicht. Wie stärkt man den Holzrahmen? So dreht man die. Bist du da? Ja, ich bin hier gerade in einem Haus und versuche das zu looten. Hier sind Zombies. Ja, pass aber auf, dass sie nicht hierher kommen. Nein, nein, nein. Ich bin ganz leise. Also, Schießpulver macht man aus was? Kohlebrocken und Nitratpulver. Habe ich beides da? Pflastersteine.
Lehmige Erde und kleiner Stein. Lehmige Erde kriege ich aus dem Fluss vielleicht? Müsste ich gleich mal gucken. Ich müsste dann gleich mal zum Fluss gehen. Ach doch, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Also pass auf. Wir haben doch diesen Stein, diesen Block. Ja. Weißt du, was ich meine? Wenn man den vielleicht da hinsetzt, meinst du, die Zombies kommen dann da vielleicht nicht hin? Ich denke eher nicht, ne? Welchen Steinblock meinst du denn? Diesen Base-Block, wo ich ganz am Anfang auch aus Versehen gesetzt habe, den du jetzt in deine Kiste getan hast. Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil für irgendwas muss der ja gut sein, das Ding. Moin. Ich glaube, das ist vom Multiplayer, oder? Ach so. Ist hier ein Zombie zufällig in der Tür, sah gerade so aus. Nee, ja, ich bin hier, ne? Ich bin in den Kisten gerade. Okay. Ah ja, hier krabbelt gerade der Nachbar noch rum. Ich gebe mir mal einen Klaps auf den Po. Oh, Alter. Auf dem Boden, die treffen einen aber schon sehr, sehr schnell. Ja, ja. Halten aber auch nicht viel aus. Okay. Da ist ein Spielplatz. Nehmen wir auseinander. Kinder haben eh keine Hoffnung mehr in dieser Welt. So. Nee, stimmt aber. Ja, was willst du machen? Man will den Kindern ja auch nichts vorlügen. Ob man mit einem Glaskrug ans Klo gehen kann, kann das Wasser damit nehmen, kochen und dann trinken? Könnte sein. Ach, Alter! Wo ist denn der Zombie jetzt hier? Das ist echt ein bisschen nervig. Ah, hier. Hier vorne ist einer. Kannst du ihn wegklatschen? Also du hast... Ja, der hängt noch fest. Oh, okay. Oh, jetzt ist er durch. Okay, diese Dinger bringen ja gar nichts. Nee, das sind ja auch nur die Rahmen bis jetzt. Nee, ich meine diese diese spitzen Dinger, wo du da hinstellen kannst. Okay. Das ist aber der ist da gerade einfach drüber gelaufen. Normalerweise bringen die aber eigentlich was. Oh, Metallschild, Toilette. Digga, jetzt stipp doch mal bitte. Boah, Gebietsschutzblock ist aber was anderes. Ein Gebietsschutzblock kann platziert werden, um einen Bereich vor anderen Spielern im PvP zu schützen. Okay, das ist nicht das. Ach so, okay, schade. Holzhofzaun, Holzklappe, Holzklotz eignen sich für einfache Mauern, um darauf Stacheln zu platzieren. Holzleiter, ein Stück einer Holzleiter geht zu einer Mauer und platziere die Leiter mit einer sekundären Aktion. Holzpfosten, Holzplatte, kann mit Holz und Bauwerkzeugen aufgewertet und repariert werden, kann unter anderem mit Eisen- und Betonmischung weiter aufgewertet werden. Holzrahmen, kann mit Holz und Bauwerkzeugen aufgewertet und repariert werden. Aber wie? Wie werte ich denn sowas auf? Holzstufen, Woodbars. Pflastersteine. Ich gehe mal kurz, bring mal ein bisschen was in die Kiste. Ja. Dann guck ich mal, ob ich Lehm irgendwie herstellen oder rausschaufeln kann. Ich habe eine Schaufel gerade gemacht. Hast du zufällig noch zwei Federn und zwei Steine? Also, nee, warte mal, Federn brauche ich gar nicht. Nur Stein, zwei Stück wären cool. Kann ich das irgendwie aufteilen? Nö. Ich hab keine Ahnung. Warte, hier. Nimm dir mal so, was du brauchst. Okay, warte, ich mach nur schnell den Bogen mal schnell. Ja. Brauchst du noch Flintmunition? Wenn du die nicht brauchst. Hier, zack. Da. Dankeschön. Polymer, Glaskrug, Nitratpulver, ein Ei, Kohle, Eisenbruchstücke, das da, Blei, Schießpulver, Glasscheibe, rosa Farbe, das T-Shirt, was ich nicht brauche. Bin ich eigentlich wieder nackt? Nee, okay, gut. Nee. Warte, hier sind deine Steine. Ja, warte. Ja, Erik, danke dir. Oh, danke schön. Das ist ja lieb. Okay, mal gucken. Brauche ich die Steine hier? Was passiert, wenn ich die ablege? Wie kriege ich denn 54? Ich glaube, wir müssen essen und trinken, um unsere Ausdauer zu halten. Kann das sein? Naja, ich glaube auch. Aber trinken ist halt wie? Also, wir könnten vielleicht einen Topf irgendwo finden. Und dann können wir wahrscheinlich was auf dem Herd kochen. Glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, und hier kannst du Glaskrug, das an Wasserquellen gefüllt werden kann, indem die sekundäre Aktion benutzt wird. Also wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Okay, also hier am Fluss wahrscheinlich. Gut, ja. Gut, dass ich schon unterwegs bin.
Oh, was ist das denn? Modify? Melee Damage, Power Damage. Ich kann modifieren, aber... Okay, geht wohl momentan nicht. Reparieren geht nicht. Oh, das ist der eisenverstärkte Knüppel. Deswegen habe ich wohl Damage gemacht. Oh, was? Hm. Okay. Ja, wartet ihn denn her? Einen anderen habe ich gerade gar nicht dabei. Aber muss ich mit der Axt schlagen. Du. Ich geh mal kurz an den Fluss, ne? Ich hoffe, dass man da Lehm kriegt. Bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. So. Ich habe echt alles vergessen. Aber ich habe auch nur einmal gespielt. Soll ich mit dir gehen eigentlich? Meinst du, es geht? Ich glaube, das kriege ich schon irgendwie hin. Okay, mit einer Axt kann ich keinen Damage machen. Oh, doch ein bisschen. Ja, Axt geht schon ganz gut. Okay. Bin zurück bei unserem Lieblingsladen. Der sich richtig gelohnt hat, Tobi. Okay, es muss ja auch leben. Du bist nass. Hm, dankeschön. Bin gerade nass, Tobi. So. Ist es mal wieder soweit? Oh ja, ich glaube, ich krieg Lehm. Wahrscheinlich kriege ich über Lehm. Tobi? Ja? Man kann mit der Schaufel Löcher graben. Hä? Wenn ich jetzt gerade richtig gesehen habe. Zumindest kann ich den Lehm hier abgraben und dann plötzlich ist da ein Loch. Plomp. So. Weiß nicht, ob das überall geht. Ich habe keine Ahnung. So, 42. Was passiert, wenn ich jetzt irgendwo grabe? Ist das Lehm, was ich gefunden habe? Lehmige Erde. Und hier? Oh, alles klar. Da hätte ich gar nicht zum Fluss gehen müssen, glaube ich. Oh, die Textur sieht aber schön aus. Ja. Man kann Löcher graben. Cool. Lol. Was passiert, wenn man einen Schützengraben um das Haus baut? Weißt du, was geht? Weil hier eine Straße drumherum ist. Ich weiß nicht. Ich komm mal rum und guck mal, was, ob da... Ne? Und so. Ja, mach mal. Nur mal gucken. Also mit dem Crafting-System muss man sich, glaube ich, echt noch ein bisschen anfreunden. Wie wertet man jetzt denn so einen scheiß Holzrahmen auf? Das weiß ich halt auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Und dann müssen wir auch noch irgendwie einen Block reinsetzen. So. Okay, also ein Graben würde gehen, aber es würde wahrscheinlich ewig dauern, wie es aussieht. Oh. Oh, ich hab Hunger. Und irgendwer kloppt da wieder rum. Ach, lol. Hat er schon die Rahmen zerstört? Ach, hast du die selber gedacht? Du kannst rechte Maustaste auf den Rahmen gedrückt halten. Ja doch, rechte. Und dann macht er da eine Holzwand hin. Das ist gut, wenn man Zombie-Spiele programmiert, ne? Du kannst an der KI sparen. Ja, das stimmt. Du kannst ja immer sagen, es sind Zombies halt, ne? Ja. Oh, oh, oh. Vorsicht mit Ausdauer. Oh, jetzt treff ich wieder nicht. Okay, Holzrahmen und dann einfach Rechtsklick, sagst du? Ja. So. Den Holzbogen. Ja, du kannst einfach alles reparieren mit rechter Maustaste. Okay. Huch. Lol. Achso. Hä, warum ist das immer so dünn? Haben wir was im Haus? Das hört sich gerade so an.
Ach ne, vorm Haus. Okay. Eine nackte Maid. Mit der rechten Maustaste, sagst du? Ja. Sollte man vielleicht keine Waffe halten dabei, wa? Ne, das wäre nicht so gut. Toll, ich verblute schon. Sag mal, wie kann das denn sein, dass hier dauernd an diesem Haus Zombies kommen? Immer wieder neue, wir kommen gar nicht zum Bauen. Jetzt drin schon wieder, hier vorne schon wieder. Oh, das ist anstrengend. Da ist ein Hund. Ach, der ist von unten. Was? Ich bin fast tot. Ach Gott, der leckt mich doch am Arsch in diesem Game. Ich kann auch nicht mehr hauen. Der Gegenstand muss repariert werden, genau jetzt. Bin auch gleich tot. Jetzt hab ich erstmal Freeze. Ja, da hat er mich. Boah. Ich schwöre, im Stream hat es echt Spaß gemacht. Es ist halt irgendwie schwer. Und ich weiß nicht warum. Ob wir zu schlecht sind oder wir zu blöd sind, aber eigentlich. Also ich finde es aber auch störend, dass den ganzen Tag lang immer Zombies reinhageln. Immer wieder von allen Seiten. Finde ich irgendwie anstrengend. So. Und ein bisschen frustrierend auf Dauer. Weil man echt doof ist, weil man muss alles schon mal schon kennen. Ja, das stimmt. So, du respawnst und hier ist wieder der nächste Zombie vom Haus. Und das geht halt die ganze Zeit so. Guck mal, der trifft halt auch immer. Du kannst nicht ein Stückchen zurückgehen, weil er trifft trotzdem. Das ist halt echt uncool. Jetzt meine Waffe kaputt. Ach nee, out of stamina, okay. Also ich muss meine. Hä, wieso ist die wieder heile? Wo sind meine ganzen Steine? Meine Steine sind einfach weg. Warum? Ist das dein Rucksack? Nee, geklaut, oder? Nee, das ist mein Rucksack. Meine Steine sind aber weg. Hä? Voll. Ich hatte voll viele Steine und die sind einfach hinfort. Hier vielleicht noch? Nee. Gerade geguckt. Hier liegt ein Stein, dann kann ich ja vielleicht schon mal damit reparieren. Und dann hol mal neue Steine. Da, wo der dicke Zombie wohnt. La 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 la. So. So, ich habe immer noch Hunger und ich bin irgendwie unglücklich. Ich weiß nicht genau warum. So. Also ich habe irgendeinen Debuff, glaube ich. Wahrscheinlich, weil ich gerade gestorben bin. Vielleicht bin ich auch krank gerade. Hey, Erik, du wirst doch schon überleben, ey. Ach, ich habe die Steine, glaube ich, in die Kiste gelegt, weil ich gucken wollte, ob ich damit mehr Stamina kriege. Ich bin sehr schlau. Das ist, ja. Lull. Moin, Tobi. Hey, Erik, hey. Sag mal, hast du so noch alle? Nee, hast du mal probiert, ob du um dein Haus jetzt so ein Ding bauen kannst? Ich wollte es machen, aber ich wurde dauernd unterbrochen. Und dann war ich tot. Oh. Man kriegt Leder und Knochen und so. Ach so. Verrottetes Fleisch, Eisenbruchstück. Achso, das war ich von eben. Leder und zwei große Knochen. Cool. Ist das auch, wenn du ein Zombie. Bestimmt, Tobi. Bestimmt, bestimmt. Also, Schützengraben würde gehen, theoretisch. Aber. Würde, glaube ich, sehr lange dauern. Sehr, sehr lange dauern. Einmal ums ganze Haus rum, ich weiß nicht, ob es lohnt. Naja, wenn die erstmal nicht mehr hochkommen. Die kommen, also hier kommen die bestimmt hoch. Die springen einmal, da müsste man, glaube ich, noch einen tiefer machen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Offenbar schon. Bisschen schwieriger. Aber gehen wird's schon. Da könnte man uns hier eine Festung bauen. Ich meine, was man machen könnte, man könnte so einen Graben machen. Mhm. Und dann setzt man diese Holzspikes da rein. Dann landen die aber auf den Holzspikes und springen davon fröhlich weg, glaube ich. Also da stand doch hier bei den Holzspikes, dass die verlangsamen und Schaden machen.
Weiß nicht, oder? Ja, okay. Ja, gut. Aber wahrscheinlich. Ja. Okay, ich muss irgendwas essen. Ich weiß aber nicht genau. Ich habe nichts zum Essen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir eine Snowberry und 3 Eier geben. Ja, ich... Vielleicht ein paar Nester absuchen oder so. Die ganze Welt besteht aus Vogelnestern. Ich weiß gar nicht, warum. Tobi, deine Mutter kommt da hinten. Jetzt gibst du die Eier nicht. Ich gehe mal ganz kurz gucken. Probier mal die Eier zu essen. Mal gucken, was passiert. Die kann man essen. Die heilen noch ein bisschen. Ach so, alles klar. Soll ich dir die geben? Kannst du, ich suche mir ein Vogelnest irgendwo. Da werden bestimmt 2, 3 sein irgendwo. Die sind hier irgendwie in der ganzen Welt verstreut. Ich glaube, ich habe noch ein paar in der Kiste. Ja, hier Vogelnest und Müll, da ist immer Verlass drauf. So, benutzen. Ja, macht ein bisschen satt, so ein Vogelei. Leerer, verdorbener Müll, ich glaube, hier warst du schon. Was soll das denn jetzt heißen? Lag ein Foto von dir. Okay. So, wo hast denn die Beeren her? Tja, Erik. Hm? Aus meinem leeren, verdorbenen Müll. Gut. Okay. So, warte. Hier liegt ein Schlafsack. Aber, was? Ich habe ein Maisfeld gefunden, Tobi. Oh, das ist gut. Da kannst du Mais farmen. Das ist gut. Hier ist doch, glaube ich, gerade kein Zombie in der Nähe. Goldrutenpflanze. Okay, Dead Corn Plant. Maisstaude. Dead Corn Plant. muss ich die Mausstaude umboxen? Ich glaube ja. Okay, ich probiere mal ganz kurz. Oh ja, ein Mais. Und bei der Toten? Ah, heute wird geschlemmt. Herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 2019. Tobi. Ja? Hier ist ein Bauernhaus. Oh, echt? Mit einem Gatter. Und 2 Wildschweinen drin. Durchsuche verrottene Sporttasche. Okay, da guck ich mal. 5 Flintmunition, eine Schrotflinte und ein Kampfanzug-Oberteil. Okay. Nimm mal meine Einladung an, dass ich sehe, wo du bist. Ach ja, stimmt ja. Wo ist denn die Einladung? Da, wo du, also bei der Spielübersicht kannst du dann auf das Plus drücken, bei Party-Invite. Bei der Spielübersicht auf das Plus, was, wo? Also du gehst ins Menü, dann gehst du mal auf die Spieler. Ah, hier hinten. Ja, alles klar. Okay, Tobi. So. Hey. Nice. Ja, meinst du, das Ding da drüben ist cooler, wo du gerade bist, so zum. Oder eher nicht so? Ich weiß es nicht. Okay. Es wirkt hier auf jeden Fall ruhiger. Und wir sind halt nicht mitten in der Stadt, wo die ganzen Zombies halt rumlaufen, ne? Ich weiß nicht, ob Mais. Kann man Mais selber wieder einpflanzen? Das weiß ich nicht. Denn ich habe jetzt 18 Maiskolben. Wenn das Spiel realistisch genug ist, ist jedes Maiskorn in diesem Kolben ein Samenkorn. Ergo können wir mit wenigen Maiskolben ein ganzes Feld bepflanzen. Boah, so wie das bei Echo war, ne? Ich glaube, da war das so. Oh, das war ein Traum, boah, weißt du noch? Ja. Oh, wie gut. Naja, Echo noch ein halbes Jahr vielleicht. Und dann kann man da vielleicht mal wieder reingucken. Ja, Mann. Da gibt's ja jetzt die 8.0 bald. Da freue ich mich drauf. Mit all den neuen Geräten und endlich mal wieder ein bisschen was bauen. Und dann wieder ein bisschen Land beanspruchen. Und die Schule wieder bauen. Ganz wichtig. Ja, oh, unsere Schule. Das war schön. Die Kinder. Die geliebten Kinder. An die immer gedacht wurde. Ja. Oh, da hinten ist ein Zombie beim Auto.
Wo bist du denn? Du wolltest doch vorbeikommen. Ich komme, ich habe noch ein paar Steine gerade gesammelt. Ich komme. Achso. I'm coming to you! So. Ah, das war übrigens mein Schlafsack. Ah, okay. Da warst du nicht bei der Farm? Doch, aber ich bin da nicht reingegangen, weil da ganz viele Zombies vorhin noch waren. Ah, okay. Tobi. Also nicht in der Farm drin, sondern außenrum. Also 5 Euro, wenn du hier ins Gatter gehst. Vorsicht, du holst alle Zombies vom Grundstück, wenn du das machst. Meinst du, die greifen einen an? Okay, kriegst 5 Euro. Ich dachte, die greifen an. Hier sind überall diese komischen toten Dinger und so und bla, aber... Hast du eigentlich letztens im Stream gesehen, dass ich dir einen Zehner gespendet habe? Nee, habe ich? Ich glaub, ja, aber ich habe in der TTT-Folge gesagt, du kriegst einen Zehner, wenn du da über den Zug drüber springst. Stimmt! Aber das kam nie durch bei dir im Stream, das ist so krass immer, ey. Oh, das tut mir leid, das tut mir leid. Also das ist nie angezeigt worden. Also vielleicht auch irgendwann eine Stunde später, das kann natürlich auch sein. Okay, wahrscheinlich haben wir das schon gespielt. Oder so. Nee, du hast doch gequatscht, Nee, aber ich meine, als es angezeigt wurde, haben wir vielleicht schon gespielt oder so, keine Ahnung. Ah, ja, das kann natürlich sein. Ah. Da hast du keine Alerts an, ne? Kommt aber aufs Spiel drauf an. Wenn es storylastig ist, nicht. Und ansonsten, natürlich habe ich 10 Alerts an, damit Leute halt motiviert werden, ne? Klar. Ja, natürlich. Es ist aber auch gut so. Ja. Das ist the only way. Ja, das ist doch Ulf. Sehe ich doch. Das war Mensch, Ulf. Das war Ulf. Oh, oh. Vorsicht, Tobi. Der kleine Timmy wohnt im Maisfeld. Vorsicht. So, hier ist Baumwolle. Warum hat der Zombie eigentlich 1000 Health und wir haben nur 110? Ja, wenn ich das mal wüsste. In diesem komischen Spiel. Und warum hat der eine Reichweite von 50.000 Kilometern? Und der brennt ja gar nicht. Arschloch. Ja. Scheiß Timmy. Ach, warte mal. Ich habe gerade nichts gekriegt. Ich gebe nicht auf. Der muss doch Knochen dabei haben. Wie kann so ein kleiner Mensch gar keine Knochen besitzen? Oh, okay, man kriegt aber ziemlich viel Plant Fiber, ne? Ja, von den Toten. Also von den toten Kornplants. Ja. Krass. Cool. Und Essen kriegt man halt auch. Obwohl ich immer noch Hunger habe. Ich weiß nicht, man muss wahrscheinlich ein Menü draus machen später. Oh, ich bin Level 5. Cool. Weiß nicht genau warum. Aber verdient ist verdient. Oh, kriegst du Schaden? Nein. Oh, das Stamina. Stell dich halt überhaupt. Warst du schon in der Scheune drin? Nee, überhaupt nicht. Achso. Oh, erstmal Stamina wieder. Oh, ich hab kaum noch Stamina generell übrig. Oh, bringt nur 2 Stamina zurück und 1 Health. Food Poisoning Chance 10%. Cool, repariert, geil. Achso, wollen wir eigentlich die Folge vielleicht beenden? Direkt? Wir haben irgendwie nichts geschafft in der Folge, ne? Naja, geht. Nein, die Erkenntnis, nichts geschafft zu haben, heißt schon, wir haben was geschafft. Was? Was? Ach so? Was? Das ändert mein ganzes Leben. Ja. Bist du in eine Scheune reingegangen? Nein. Gerade ein Fass kaputt gemacht und hab gehofft, dass da vielleicht was drin ist, aber... Aber in der Scheune, ne? Nee, hinter der Scheune. Bin hier hinten. Oh Gott. Oh, Erik, hinter dir, Vorsicht. Oh, Alter. Die sehen aus wie wir. Die sehen wirklich aus wie wir. Huch. Stimmt. Hä? Ja, wir können uns endlich mal verprügeln, Tobi. Ich treff mich gar nicht. Nee, das bist ja du. Ich treff dich gar nicht. Weil ich dir nicht wehtun will. Scheiße.
Ja, genau, er trifft natürlich wieder, ne? Oh, der Gegenstand muss repariert werden. Der Gegenstand muss repariert werden. Kommt da noch jemand? Hab ich was gehört. Okay. So. Alter, ich treffe einfach gar nicht mehr. Egal wie nah ich dran bin. Hier, ich schlag und ich liege in seinen Armen. Oh Gott, da kommt noch einer. Und da hinten kommt noch einer. Eigentlich können wir auch schießen, ganz ehrlich. Eigentlich ist es scheißegal. Naja, das... glaube ich. Oh, Erik, ich verblute. Bin tot. Bitte mach das nicht. Oh, das ist aber nicht so gut. Hey, Tobi. Tschüss. Warum machst du denn sowas? Keine Ahnung, ob er auf einmal verblutet ist. Ich hatte doch eigentlich 70 Health gehabt. Health. Oh, Alter. Was für ein Ruckelfest manchmal. Ciao. Der nächste Tobi liegt. Vorsicht, Gelb. Hier ist wieder ein Timmy. So, Timmy. Timmy träumt auch friedlich in Frieden. Friedlich in Frieden? Ah. Timmy hat noch seine Eltern dabei, seine Nichtsnutzigen. Ja, weißt du, was ich assi finde? Seine Eltern, seine Nichtsnutzigen? Ja, die auch, aber warum ist eine Burg im Schnee? Ja, das ist aber geil. Kann man die nicht halten? Boah, krass. Das sieht mega cool aus. Richtung N. Ja, warte. Ja, was ich assi finde, ist, wenn man respawnt, heilt sich zwar das Leben auf. Ja. Aber nicht das Stamina. Ja, das stimmt. Bist du das gerade? Ich bin hinter dir, ja. Okay, gut. So, Timmys Eltern. Angenehm, ach, endlich mal kennengelernt. Die sehen halt auch original so aus. Ne? Oh, ich habe einen Koffer gefunden, da ist nichts drin. Ich bin oben auf dem Dachboden. Oh. Irgendwas ist da. Es geht noch mal höher auf den Dachboden. Also wenn man hier den Blutmond nicht sicher verbringen kann, dann weiß ich auch nicht. Außer, dass hier natürlich wieder zwei Kollegen sind. Oh mein Gott. Ich komme. Ja, Vorsicht, ich balanciere so ein bisschen auf dem Balken. Ist einer runtergefallen? Ja, ne? Oh, der lebt ja noch. Ach, da unten. Nee, da ist keiner runtergefallen. Boah, Alter. Jetzt triff doch mal wieder! Alter, das ist so nervig! Oh, ich bin Level 5, cool! Gern geschehen! Ja, ich glaube, der ist danke. Der müsste runtergefallen sein nach unten, also... Oh, was ist das denn hier? Durchsuche Weapons Bag. Boah, was? Oh, Structural Brace, was immer das ist, ich habe keine Ahnung. Da war irgendein Billo-Scheiß drin nur. Oh, durchsuche Ammo-Peil. 20 Kugeln. Woo! Was war das denn? What? Okay, warte mal, Erik. Lass mich raten, man muss sie kaputt schlagen. Guck da mal rein! Okay. Oh, okay, ich brauch die Pistolen tatsächlich nicht, aber hey, nice. Erik? Wir haben drüben auf dem Dachboden noch eine Menge davon. Look at this. Oh, looks good in your hand, my friend. Looks good in your hand. Oh, hier ist noch... Ich mach dir die hier nochmal auf, warte. Ach, das ist eine Eisenaxt. Boah, geil. Das geht ja viel schneller damit. Ja, die hab ich gefunden gerade. Keine Ahnung. Da ist ein Motor drin, Tobi. Falls wir... Also wir können später noch Autos reparieren, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ja. What? Ja. Was denn? Ein gewöhnliches Teil einer Kettensäge, eines Erdbohrers oder eines Taschenmotorrads. Kann verwendet werden, um diese Gegenstände zu fertigen. Das gefällt mir schon mal gut. Ein Erdbohrer? Was? Wo die jetzt hin?
Okay, mit rechter Maustaste kann man den kritischen Schlag machen, ne? Oh, okay. Der kostet aber sehr viel Stamina. Okay. Was machst du denn da? Der ist hier... Krasse KI. Ach, Destroyed Workbench. Ah, schade. Oh, 3 Stofffetzen. Hey, juhu. Kann man die reparieren hier, die Workbench? Nee. Okay, schade. Nee. Wird bald wieder Nacht übrigens. Ach, was toll. Es wird bald wieder Nacht. Wollen wir hier bleiben über Nacht oder wollen wir zu unserem Haus gehen? Ich habe das Gefühl, es macht fast keinen Unterschied, oder? Ich glaube auch, wobei man sich hier vielleicht ganz gut verstecken kann, weil man halt nach oben relativ einfach kommt, weil die keine Treppen laufen. Ja, das stimmt. Ich meine, wir könnten hier mit den Rahmen zubauen, ne? Auch das stimmt, ja. Warte, ich habe noch genau einen dabei. Ich mach mal noch ein paar. Ja, das wird uns sicher durch Nacht. Boah, Erik, wow, ich fühle mich gleich viel sicherer. Okay, mit Rechtsklick kann ich ja gar nichts machen. Ich kann mich eh wieder aufheben. Ich schlage einfach zu mit Rechtsklick und Linksklick. Wenn du eine Axt in der Hand hast. Alles klar. Noch weiter. Okay. Ja. Toll. Warte, ich gehe mal kurz nach draußen. Komme ich da dran? Nö. Okay, aber hier ist eh geschützt. Okay, alles klar. Tobi, ich komme nicht mehr rein, ne? Doch, ich habe Tür gelassen. Ach so, cool, danke dir. So, na. Zum Glück habe ich genug Holz dabei. Wenn ich denke mal, wenn du eine Steinaxt oder sowas hast, eine Eisenaxt oder so, kannst du es mit Eisen wahrscheinlich dann machen. Schätze ich jetzt einfach mal. Brauchst halt noch Eisen, ne? Klar. Eisen natürlich noch, ja. Ist klar. So. Für die Nacht können wir uns eigentlich auch verbarrikadieren, oder? Ja. So. Aber ich glaube, die wittern uns bestimmt. Natürlich, die riecht uns auf 100 Kilometer Entfernung, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, das glaube ich mir auch. So. Soll ich hier eine Tür reinmachen oder auch Holzbarrikade? Mach so ruhig Holzbarrikade, oder? Ich meine, ist eh scheißegal. Okay. So. So, Dreierhöhe brauchen wir eigentlich nicht. Ich mach's trotzdem aus Prinzip. Ach so. So. Na. Okay, ich glaube, da hinten ist noch eine Tür, ne? Ja. Ja, was ist das hier? Okay, auf 100%. So, hier nochmal upgraden. Bisschen. Okay, das ist ein Balken. Ich hab genug Holz mit. Lala. So. Huch. Was okay. Für schöne Geräusche. Was für schöne Geräusche. So, gibt es eigentlich. Ach, wir kriegen jetzt mal XP. Sehr gut. Ach, stimmt. Cool. Ja, so kann man natürlich auch hochleveln. Easy. So, ja. Ah, und bei den. Okay, du kannst doch so Holzdinger bauen hier. Oh, da geht's schon los, ja, hörst du? Fürs Fenster. Und da kannst du auch nochmal so ein X quasi dran machen. So ein X? Was für ein X? So aus Brettern quasi, meine ich. So, ah, weißt du, okay. Befestigung halt. So. Ich bin gar nicht encumbert. Jetzt gehen wir dann aufs Ei. Doch, Dobi, du weißt es noch nicht. Ah, okay. Kommen wir gerade ein bisschen vor wie bei Sims. Ja, dauert aber ganz schön lange, ne? Den ganzen Scheiß hier. Ja. Geht auch leider mit der Feueraxt nicht. Geht nur mit der Steinaxt. Achso, hier müssen wir, glaube ich, gar nicht. Hier sind Steinwände. Hier vielleicht. Ach ja. Okay. Also sicherer geht's ja gar nicht mehr, Tobi.
Wir sind richtig safe jetzt. Ja, da kommt nie einer durch. Also richtig safe jetzt. Oh, hier oben haben wir sogar ein Fenster, wo wir rausgucken können. Oh, ein leerer Koffer. Ja, da gucke ich aber auch gleich mal. Gucken Sie sich das mal an hier. Ja, ich schaue nochmal schnell, ob ich irgendwas hier ver... Aber ich glaube, ich muss... Nee, hier ist alles gut. Da ist E-Stein. Hier Dorf verwenden. Oh Mensch, hier ist eine fette Eisentür. Cool. Kann man einfach aufmachen. Das ist natürlich auch nice. Cool. Und am nächsten Tag bauen wir einfach noch eine Schicht drumherum. Eigentlich hast du gar nicht so Unrecht. Weißt du? Oder halt diese komischen Spikes und so. Das könnte man natürlich auch machen. Hört sich an wie Donald Duck, der aggro wird. Wollen wir die Nacht vielleicht einmal in der nächsten Folge machen, Erik? Ja, wäre eine gute Idee, oder? Aber ich gehe schon mal nach oben. Einfach so. Aber du musst die Fackel, glaube ich, ausmachen, oder? Weil sonst sehen die uns eventuell. Ich weiß es nicht genau. Achso, okay. So. Durchsuche Müllhügel neu. Okay, das ist geil. Oh, aufregend. Ja, was denn? Da drüben flackert halt aber eh ein Licht, ne? Ja, das stimmt. Vielleicht gehen wir einfach dahin, haben wir ein bisschen Licht. Ey. Die brechen ja eh durch und dann gucken wir einfach mal, was sie so machen. Oh, wir sind schon bei einer Stunde? Was? Ja. Oh, FML. Okay, ja, dann würde ich sagen, nächste Folge. Entschuldigung, ich habe das echt nicht auf dem Schirm gehabt. Krass. Sag doch was. Ja. Was denn? Vielleicht spricht das ja doch für das Spiel. Naja, jetzt, wo wir mal was gebaut haben, endlich, und nicht dauernd nur gegen Zombies kämpfen und nichts machen. Haben. Vielleicht ist das große Ding bei dem Game, einfach so einen Turm zu bauen, der nur mit einer Leiter nach oben geht. Und oben baut man dann einfach so eine fette, wie so ein Fernsehturm. Ja, oben einfach so Selbstschussanlagen oder so. Oder so, das wäre natürlich noch geiler. Ne? Und dann fertig. Ja. Fertig ist die Lauge. Da machst du Blutmond und dann, ja, easy, ist ja egal. Ja, gucken wir mal. Nächste Folge. Jetzt müssen wir noch Lagerfeuer machen. Wir haben ja oben rechts ein Tutorial. Lagerfeuer, das kriegen wir hin. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ja, würde ich auch sagen. Richtig. Alles klar, Tobi. Danke dir. Na, wir sehen uns nächste Folge wieder, wa? Ja, so machen wir es. Ja, bis dahin. Schön. Ja. Tschüss, ja, lieber Zuschauer. Ne? Tschüss, ja. Wiedersehen. Und natürlich auch, liebe Zuschauerinnen. Auf Wiedersehen. Ja, natürlich. Natürlich, die Damen vergessen wir nie. Ja. Mädchen. Schöne Mädchen. Im Wagen vor mir.